Wir werden heute in der Fraktionssitzung, weil das ja die erste Fraktionssitzung nach den furchtbaren Ereignissen in Paris ist, der Opfer gedenken. Und wir werden in dieser Fraktionssitzung natürlich auch darüber reden, welche Konsequenzen aus diesen Anschlägen für Europa und für uns in Deutschland gezogen werden müssen. Wir raten zu Ruhe und Besonnenheit, keine Hektik, sondern sich genau anzuschauen, was notwendig ist. Und in diesem Zusammenhang verweise ich auch darauf, dass es nicht Ergebnis dessen, was in Paris passiert ist, ist, dass wir die sogenannte Vorratsdatenspeicherung fordern, sondern dies ist eine alte Forderung, die wir schon immer haben als ein Ermittlungsinstrument, um besser Straftaten verfolgen zu können. Dieser Anschlag in Paris galt nicht nur Frankreich, sondern er galt dem ganzen freien Europa mit seinen Werten und mit seinen Überzeugungen. Und deswegen ist es unsere Forderung, zusammenstehen in Europa, und wir stehen zusammen und halten zusammen. Und der vergangene Sonntag, der Marsch in Paris, hat gezeigt, wie wir in Europa zusammenstehen. Es waren bewegende Bilder, die wir dort gesehen haben, und man hat geradezu den Eindruck, dass die deutsch-französische Freundschaft noch einmal in besonderer Weise vertieft wurde. Ich bin dankbar für die klaren Worte, die die muslimischen Verbände in den letzten Tagen gefunden haben, dass sie sich von diesem Terror der Religion missbraucht distanzieren und dass sie heute Abend auch eine Mahnwache machen, an der wir als Fraktion auch teilnehmen werden, um unsere Solidarität mit Frankreich zu zeigen, aber auch zu zeigen, dass Zusammenstehen in Europa auch heißt, Zusammenstehen in unserem eigenen Land. Und die Menschen, die hier bei uns leben und die zu uns als Flüchtlinge kommen, sind alle herzlich willkommen. Und es soll auch deutlich werden, wenn wir sagen, wir stehen zusammen. Und wenn wir Probleme, Fragen haben, besprechen wir dies in aller Offenheit, aber auch in dem notwendigen Respekt vor allen Menschen hier in unserem Land. Vielen Dank.